Willkommen zurück, liebe Freunde. Ja, wir haben Torres natürlich verraten, dass der Tabor, der Schmied da hinten, an diesem geheimen Schmuggel da mitgemacht hat. Jetzt ist es ja so, ich habe bei Hals Tabak ja Pedro gegeben, aber wahrscheinlich noch nicht alles. Und deswegen ist Bahal immer noch ein bisschen sauer. Guck ich mal, ob ich noch ein bisschen an Rest von dem habe. So, ich habe schon mal positioniert und ich sehe, ich habe noch Sumpfkrauttabak von Bahal. Aha, Krauttabak normal. Wo haben wir die nächsten Säcke? Schwarzpulver, nee, das ist was anderes. Das macht dann Bumpilztabak. Aha, von Bahal. Dunkler Apfel, normal. So, alles noch von Bahal. Entweder rauchen oder verkaufen. Große Frage. Nächste Frage. Ich glaube, ich werde das... Oh, Apfeltabak. Ich werde den, glaube ich, rauchen. Vielleicht gibt es dann spezielle Fähigkeiten hinterher. So im Kopf so Fähigkeiten. Also, bei Sindbad in der Nähe war doch eine Shisha. So, mal im Schnelldurchlauf, im Schnellübergang mal hier zur Shisha. Den ganzen Tabak von Bahal mal weg. Ja, welchen Tabak kann ich denn nehmen? So, Apfeltabak, Pilztabak. Osch, hier, Bahals Apfeltabak rauchen. Los, komm! So, Bahals Apfeltabak rauchen. Verstehe. Siehste, magisches Wissen. Aha, ja, wir hatten ja auch noch magisches Wissen von Nöten. So, Pilztabak. Damit ich in den nächsten Magiekreis aufsteige, hat mir auch wieder jemand freundlicherweise in meine Kommentare gepostet. Pilztabak, Tabak, Sumpfkraut, Sumpftabak, okay. Du befühlst dich ruhig und ausgeglichen. Oh, nochmal Sumpftabak auch. Es ist mir egal, den dampfe ich jetzt hier durch. Honigtabak. Jawohl, Bahals Honigtabak. Oh, lecker. So, ich glaube, jetzt haben wir alle Bahal-Tabake geraucht. Wow, coole Sache das hier ist. Oh, geht's mir gut. Oh. Gut, jetzt gehen wir wieder zurück zu Bahal. Und schauen mal, wie seine Reaktion ist. Seine Reaktion abgespeichert habe ich. Oh, jetzt ist die Musik wieder weg. Ah, ich mache mal eben die Musik wieder an. So, jetzt ist sie wieder an, die Mucke. So. Ich habe von Roscoe gehört, dass du dich an meinem Eigentum vergriffen hast. Das sollst du büßen. Na warte, du elender Dieb. Warum? Der greift mich ja immer noch an. Okay, wenn ich getroffen werde, dann kommt einer hinter mir her. Okay, da kommen sogar zwei hinter mir. Also hat das wohl nichts gebracht. Hierher. Schade, schade, schade. Ich dachte, das würde klappen. Oder ich glaube, ich schlafe mal einen Tag drüber, ne? Nachdem ich den gepafft habe, den Tabak. Gut, dann gucken wir mal, wo wir pennen können. Hey Ben! Hey! Ben hat nichts zu sagen. Kann ich hier rein? Ach, hier ist auch noch eine Wasserpfeife. So, dann werden wir uns mal hier im Himmelbettchen mal nächtigen bis zum nächsten Morgen schlafen. So, und dann will ich mal sehen, ob der Bahal immer noch aggro ist. Ich war. Autsch. Bin ich am Geländer hängen geblieben. Hehe. Das ist ein Assassine. Moment mal. Achso, Bahal braucht natürlich. Da ist er. Ach, dann gehen wir mal gleich mal auf ihn zu. Ich habe von Roscoe gehört. Das sollst du büßen. Na warte, du elender Dieb. Nee, auch das hat nichts gebracht. Machen. Shit. Jetzt lege ich mich mal dreimal schlafen. Also das ist jetzt das dritte Mal, dass ich bis zum nächsten Morgen schlafe. Also mal, um mal einen richtigen Tagesabstand zu bekommen. Ach ja, und dann gucken wir mal,
ob Bahal immer noch aggro ist. Ansonsten weiß ich nicht. Ansonsten weiß ich es nicht. Ich habe von Rosk das. Na warte, du elender Dieb. Okay, dann müssen wir das wohl irgendwie vergessen oder so. Gut, dann hat das auch nach 3 Tagen nicht geklappt. Vielleicht braucht man ja eine Woche oder so. Weiß ich nicht. Aber gucken wir mal weiter ins Logbuch. Und zwar befassen wir uns mal erstmal mit dem toten Juwelenhändler. Osiris wurde ja ermordet. Hier wird der Hinweis gegeben, dass ich mich mal in eine Kneipe bei dem Wirt umhören sollte, wenn ich das hier richtig gelesen habe. Vielleicht gibt es dort jemanden, der mir sagen kann, wer Osiris gestorben hat. Gestorben hat es gut. So, jetzt latsche ich hier schon wieder rum. Muss eigentlich... Stopp mal. Ja. Zur anderen Seite. Und zwar in diese Kneipe hier oben. Da, wo der Maßkrug ist, zum durstigen Assassinen. Da gucken wir doch mal, wer sich da alles so aufhält. Hier ist schon mal der Wirt. Ah, der weiß schon mal gleich was. Ich nehme an, du hast schon von Osiris Tod und dem Juwelenraub gehört. Aber sicher, sowas ist in Uga schon lange nicht mehr passiert. Wirklich? Ich dachte, dass die Gilde der Diebe hier sehr aktiv ist. Nun, das stimmt schon. Aber bisher beschränkte sie sich auf Aktionen, die nicht so viel Aufsehen verursachten. Du musst nämlich wissen, dass die Gilde von Tartaron bisher immer toleriert worden ist. Aber jetzt? Tja. Du glaubst also, dass die Gilde der Diebe den Mord an Osiris begangen hat? Hey, Moment. Ich habe nicht gesagt, dass ich das glaube. Ich habe nur eine Vermutung. Mehr nicht. Nun gut, dann eben eine Vermutung. Und wie kommst du darauf? Weil Aramis sich vor kurzem zu den Ereignissen so seltsam geäußert hat. So? Was hat er denn gesagt? Nun, er sagte so viel wie, das hätte nicht passieren dürfen oder so ähnlich. Was er damit aber genau sagen wollte, weiß ich jetzt auch nicht. Ich werde mal mit ihm reden. Du kannst das gerne versuchen. Ich glaube aber nicht, dass er dir was verraten wird. Immerhin bist du kein Mitglied der Gilde und... Kein Mitglied der Gilde? Das heißt, Aramis gehört zur Gilde der Diebe? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ich habe nichts gesagt, verstanden? Und jetzt lass mich in Ruhe, ich habe noch zu tun. Ja, was hast du denn noch an speziellen Sachen? Außer Wein und Bier. Oh, guck mal. Gibt es erstmal Alkoholiker, dann haben wir hier noch eine Fischsuppe, eine Karottensuppe. Was bringt die eigentlich? Und was haben wir hier noch für Suppen? Leckere Kartoffelsuppe. Ach, was soll's. Kann ich alles selber kochen? Gute Zwiebelsuppe. Und dann hier Würfel meiner Kneipe. Ja, okay. Das sind normale Würfel. Ja, dann gucken wir doch mal ins Logbuch. Der tote Juwelenhändler. Der Wirt der Stadt Uga gab mir den Tipp, mit Aramis zu sprechen. Da ich das Zeichen der Diebe kenne, wird er mir vielleicht schon etwas Vertrauen schenken. Mal gucken. Aramis, wo war der eigentlich? Rolf? Jo, nö. Rolf, bei ihm ist alles klar. Auf der Andrea Doria alles wahrscheinlich, klar. Ne? Ja, danke. Okay. Jetzt gehe ich nochmal hier in diesen Raum rein, weil ich immer denke, hier wäre irgendwie noch irgendeine versteckte Geschichte hier. Warum gibt es denn hier so einen abgeteilten Raum? Genau, aus den 70ern, ja, solche Kneipen und dann irgendwelche Hinterräume, wo lustige Spiele getrieben worden sind, Kartenspiele und so weiter. Aramis, muss ich mal gucken. Jawohl, Musik ist auch wieder an. Ich gucke mal eben auf der Karte, um mich mal zu orientieren. Aram ist also rechts von mir hier, das ganz rechte Haus oben, da muss ich hin. Also hier hin und das ganz rechte untere Haus da, Aramis. Da müsste er dann sein. So, entweder hier, gucken wir nochmal sicherheitshalber nach, ob es das richtige Häuslein ist. Ja, das ist es. So, speichern wir lieber ab. Und dann schauen wir mal, ob er hier unten ist. Meine Meinung will ja keiner hören.
Hier ist wer? Aramis, da bist du ja. Hey. Ich habe das Gold von Amana. Schon wieder? Mhm. Ich habe das Gold von Amana. Gratuliere. Bisher hatte das noch niemand geschafft. Das hatten wir doch schon mal gehabt. Nicht so sicher. In einer anderen Folge. So. Aber weißt du, wer den Juwelenraub begangen hat? Guck mal. Weißt du, wer den Juwelenraub begangen hat? Warum willst du das wissen? Vielleicht will ich beim nächsten Mal mitmachen. Lass da lieber die Hände von. Die Sache ist nicht so abgelaufen, wie sie geplant war. Der Mord war also nicht geplant. Kann ich mir nicht vorstellen. Das wäre man so zu heiß gewesen. Aber er vermittelt doch auch Meuchelmörder, oder? Nicht so laut. Das ist doch nicht so. Ja, stimmt schon. Aber hier in Uga sind die Magier und die reichen Händler tabu. So, aber wie kommt es dann, dass Osiris getötet worden ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er unsere Leute gerade entdeckt, als sie die Juwelen stehlen wollten und ist dabei dann umgekommen. Kennst du die Leute, die beim Raub beteiligt waren? Nein, die Leute wurden vom Manso ausgewählt, zumal der Juwelenraub im Auftrag eines Fremden ausgeführt worden ist. Aber den Auftraggeber kennst du auch nicht, oder? Nein, den kennt nur Manso. Er hat allerdings eine Liste, wo er den Namen seiner Auftraggeber vermerkt. Eine Liste? Interessant. Wie kann man denn an diese Liste rankommen? Hey, worauf läuft das jetzt hinaus? Ich habe jetzt fast den Verdacht, dass du ein Spitzel bist, der mich aushorchen will. Ich werde also lieber gar nichts mehr zu der Sache sagen. Alles abstreiten, die Wahrheit sagen. Hä? Alles abstreiten oder die Wahrheit sagen? Ach, das ist jetzt wieder doof. Ich versuche es erstmal mit die Wahrheit sagen. Ich will ehrlich mit dir sein. Ich habe von Torres einen Auftrag erhalten. Dachte ich es mir doch. Immerhin bist du so ehrlich, mir das einzugestehen. Hör zu, wir sollten zusammenarbeiten. Vergiss es. Ich werde doch nicht meine Gilde verraten. Das sollst du ja auch gar nicht. Aber Torres wird mit eurer Gilde gnadenlos aufräumen, wenn er nicht den Mord an Osiris bestrafen kann. Verdammt, du hast recht. Die Sache wird uns sehr wahrscheinlich das Genick brechen. Ich muss daher wissen, wer der Auftraggeber dieses Überfalls ist. Wenn ich den habe, wird Torres wahrscheinlich davon absehen, eure Gilde weiter zu verfolgen. Aber ich bin auch gerne bereit, mit Mansur über diese Sache zu sprechen, wenn dir das lieber ist. Davon kann ich dir nur abraten. Mansur wird dir niemals verraten, wer hinter dem Juwelenraub steckt. Wenn sich das nämlich rumsprechen sollte, wird er nie wieder einen Auftrag erhalten. Verstehe. Na schön. Dann brauche ich die Liste. Wo ist sie? Mir bleibt wohl nichts anderes übrig, was? Na meinetwegen, schau mal in Mansos Haus nach. Irgendwo wird er sie dort haben. Gut, ich danke dir. Sei aber vorsichtig. Das Haus wird gut bewacht. Okay, hab gerade auf meinem Zettel geguckt. Mansurs Haus bei mir ist auf Position 6 und das habe ich dann auch gefunden. Aber trotzdem gucken wir nochmal, was es hier noch für Hinweise gibt. Da ich das Zeichen der Diebe kenne, wird er mich vielleicht schon etwas Vertrauen schenken. Der Dieb Aramis aus Uga gab mir den Tipp, mir Mansurs Auftragsliste anzuschauen, die sich in seinem Haus befindet. Ich sollte aber aufpassen, da Mansurs Haus stets bewacht wird. Ja, dann, er kocht mal hier eine Runde und ich speichere mal ab. Ja, dann, wieso hast du nur die Tür wieder zugemacht? So, dann wieder rausgehen. Und hier durch, glaube ich. Jawohl. Und dann irgendwie links rum. Oder? Also ich weiß, dass ich in der Nähe von Mansur bin. Aber mir ist aufgefallen, hier oben war ich ja schon mal, habe aber eine Tür übersehen. Die war hier, genau, richtig. Da war ich noch gar nicht drin. Gucken wir mal. Aha, ein Regal, Wein aus Tassos. Essenz der Heilung und eine Hacke. Kann man wieder verkaufen. Okay. Ist es ja noch irgendwie ein weiterer Zugang zu. Ach. Okay, ein geheimer Raum. Verstecktes Gold. Waffenbündel. Geschärfte Pfeilpaket mit 30 Pfeilen. Das ist ja cool. Eine Kiste mit Proviant. Okay.
So, mal gucken. Hält sich hier einer auf? Nein. Wein aus Warand. Ha! Eine Truhe. Gibt's noch mehr? Hier gibt's ja noch mehr. Okay, dann werden wir uns mal der Truhe... Moment mal. Ist das Fass mitnehmbar? Nein, ist es nicht. Dann werden wir uns erstmal der Truhe hier begnügen. Abspeichern. Auf geht's. Ich musste knacken, war mir klar. Okay. Stift. Okay, da haben wir was. Und zwar 4 Elixier der Heilung. Und 150 Jolt. Klasse. Wunderbar. Jetzt gehen wir mal hier runter. Und speichern auch wieder. Ich habe fast das Gefühl, dass wir in die Katakomben kommen. Also, dass es hier auch noch einen Weg zu den Katakomben geht. Aha. Aua. Ich guck mal auf die Karte. Ich guck mal auf der Karte, wo wir uns eigentlich genau befinden. Das wäre mal interessant, das mal zu wissen. Alles klar. Also, Manson, ja, ist nicht so weit weg. Jetzt machen wir mal hier den Schalter runter. Das Gitter ist aufgegangen. Die Musik aus. Dramatisch. Uiuiuiui. Und, haha, da sind wir. Ja, stimmt. Okay, jetzt sind wir wieder unten in der großen Katakombenhalle, die sich ein bisschen einrendern musste. Ja, okay, ich glaube, hier haben wir eigentlich alles gelöst. Wir gehen wieder hoch. Also sowas jetzt aber auch gut. Okay, dann haben wir ja den Gang. Ja, ich bin mal hier hochgegangen und bin halt eben an diesem Gitter gescheitert. Gut, Mansur, ne? Erstmal gucken. Also ich weiß, der ist ja hier in der Nähe. Ich werde mich dann da einschalten, wenn ich eine gefunden habe. So, jetzt wird ein Schuh raus. Ich wusste, irgendwie muss ich eine Treppe hochgehen, ne? Weil Mansur und Samson, ja, das ist Samson. So, da muss auch Mansur irgendwo sein. Da ist Mansur. Mansur, darf ich dich ansprechen? Große Frage. Nein, okay. Das heißt, ich brauche ja hier Bananen. Ja, goldener Kerzenständer. Da müsste ich eigentlich hier irgendwie hin, also zur Truhe, glaube ich. Okay, es steht im Logbuch nicht drin, dass die Liste in einer Truhe ist, sondern die soll sich im Haus befinden. Goldene Schatulle. Gucken. Aber wie kriege ich hier die Leute weg? Weil es hier stets bewacht ist. Moment. Wein aus Warand. Zacki, zacki, haki, haki. Ja, und hier waren wir ja schon. Also so nach einer Liste sieht das hier nicht so aus. In seinem Haus. Kann ja auch sein, dass das hier ist. Hier ist eine Sklavin, aber ich bin der Meinung, dass ich hier schon eigentlich so gut wie durch bin. Was wolltest du da drin, hä? Ja, ich weiß, Samson, alles gut. Wir hatten ja unten eine Liste gefunden. Das hieß Verstecktes Gold. Habe ich noch nicht gelesen. Ich guck mal eben. So, lieber Freund, wenn du diese Zeilen hier liest, dann stammen sie von einem Toten. Denn ich werde bald sterben, da ich als Mitglied der Diebesgilde von Uga den Fehler begangen habe, Mansur nicht an meinen Einkünften zu beteiligen. Frage nicht, lieber Freund, woher diese Einnahmen stammen. Du kannst es dir sicher denken. Ich habe das Gold in dem Ruinenhaus von Uga vergraben, welches in unmittelbarer Nähe von Abbas Tuchladen liegt. Achte auf ein kleines rotes Kreuz. Unter diesem wirst du das Gold finden, welches mir so viel Unglück gebracht. Ich hoffe, dass es dir mehr Glück bringen wird, Bernardo. Hä? Okay, gibt's da irgendwie einen Eintrag? Nö, gibt es nicht. Aber ich glaube auch, das ist nicht die Liste, die mit, beziehungsweise, nee, kann ja nicht sein, die ist es nicht. Aber das kleine rote Kreuz hatten wir schon ausgegraben vor Folgen Ago. Ja, und da Mansurs Haus stets bewacht wird, sollte ich vorsichtig sein.
Da kommt man nicht hin, ne? Doch. Ach so, ja, okay. Da oben waren wir doch auch. Moment mal. Los. Nein, kommt leider nicht hin. Schade, schade. Hallo Sklavin, hast du ein Bettchen für mich? Hast du. Dann schlafen wir mal bis Mitternacht. Mal gucken. Vielleicht lichtet sich denn da was. Jetzt hat sich die Musik ganz schnell abgeschaltet. Samson ist hier raus. Hau bloß ab! Sagt raus. Der Elite-Assassine, ich bin draußen. Okay. Gut. Samson ist da drin. Speichern wir mal. Die einzige Hoffnung kann sein, dass ich Mansurs Haus, wenn ich da reingehe, entweder schleichen, dann wird er wahrscheinlich sagen, hey, was schleichst du rum? Nee, wohl eher nicht. So. Ist denn der Mansur selber schlafen gegangen? Nö. Doch, ist er. Da schläft ne. Okay. Ergo, Truhe öffnen. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, ihr seid gut. Mansur werde ich nicht wecken. Aber dafür werden wir hier ein bisschen was hinwegnehmen. So ein Schmu ist das. Auch also den Schlüssel von Mansurs Truhe. Das ist schon mal klar. Slash D. So, hier war ja auch noch was. Er da hinten, der kratzt sich nur am Hinterkopf und das war's dann auch. Hier gibt's noch ein paar Früchte. Und zum Fruits. Jetzt haben wir Fruitskult. Jetzt schauen wir, was wir hier noch haben. Das Fass lässt sich nicht nehmen. Aber hier gibt es drüben noch was, denke ich mal. Jedenfalls sind die Regale voll. Ja, genau, mit Warand aus Wein. Mit Wein aus. Aus Warand? Okay. Scheiße. Ah, sorry, Leute. Ich warne. Also hat dieser Scherge hier, hat also einen deutlichen Blick auf das Regal. Wenn ich da was nehme, kommt er an und ja, natzt mich. Wenn ich reinschleiche, bin ich zu laut für Mansur. Also erstmal müssen wir uns ums Wesentliche kümmern. Ich bin erstmal eben schnell aufgestanden. Okay, das klappt schon mal. So, dann schleichen wir hinein. Der Schlaf hält ja nicht ewig. So. So, los. Pack hier mal das Zeug. Wo ist der Schlüssel? Habe ich den jetzt oder was? Den habe ich wohl, ja. Okay. Das war so ein langer Text. So. Goldener Kelch. Den nehmen wir auch mal lecker mit. Gibt Kohle. Goldene Schale nehmen wir auch mit. So, und die Truhe müsste zu öffnen. Jawohl. Mansurs Auftragsliste, da ist er. Endlichst. So. Dürfen uns da nicht mehr blicken lassen, da an dem Regal. Der Typ hier eigentlich noch am Schlafen. Ne, der hockt, glaube ich, da wieder, ne? Der hockt da wieder. Kratzt sich am Nacken. Herrlich. Nehmen wir hier noch den goldenen Kerzenständer mit und wie zuerst versucht, dann halt eben noch die Fruits, die Früchte. One Jump Fruits. Wer kenne ich das? Ach ja, das war Dinner for One, Freddy Frinton. Okay, da gehe ich jetzt nicht mehr hin. Ich würde mal sagen, dann haben wir es geschafft. Okay. Also, die Liste haben wir genommen.
Speichern wir mal zwischenzeitlich mal durch und gucken uns Mansurs Auftragsliste an. Seite 45. Auftraggeber ist Iskr. Aha, braucht einen besonderen Spezialisten. Fall zu heikel, daher nach Amarna verwiesen. Auftraggeber Assur, Händler aus Ishtar, braucht einige Spezialisten, die ihm wertvolle Juwelen besorgen sollen. Beuteübergabe findet in der dunklen Kammer statt. Punkt, Punkt, Punkt. Was? Gucken wir mal ins Logbuch. So, ich habe Mansures aktuelle Auftragsliste gefunden. Sie enthält neben älteren Aufzeichnungen zwei aktuelle Eintragungen. Einmal handelt es sich um den Händler Iskra, der einen heiklen Fall in Auftrag gegeben hat, aber von Mansur nach der Stadt Amarna verwiesen wurde. Warum wohl? Aber egal, der zweite Eintrag ist wichtiger. Hier ist von einem Händler aus Ishtar namens Assur die Rede, der für einen Raub von wertvollen Juwelen einige Männer angeworben hatte. Nach geglücktem Raub soll die Übergabe der Beute in der dunklen Kammer stattfinden. Doch wo mag dieser seltsame Ort nur sein? Ich muss jetzt schnell sein, sonst findet die Übergabe ohne mich statt. Und der Kerl ist dann mit den Juwelen über alle Berge. Am besten frage ich mal Aramis, ob er diesen Ort kennt. Ja. So, okay, auf zu Aramis. Im Sprungverfahren. Okay, irgendwas ist passiert, als ich schon hier auf Aramis sein Haus zulief. Ah, ein Straßenräuber hier wieder. Also hat sich das noch hier gar nicht erledigt mit den Straßenräubertjes. Okay. Vergiftetes Assassinenmesser. Die sind immer noch da, die Straßenräuber. Okay, also Mansur, nee, Aramis, du warst doch hier, Aramis. Dann wirst du schlafen, genau. So, Aramis, aufwachen. Ah, oh, verdammt, was ist... Ja, wegen der dunklen Kammer. Also, Fotos entwickeln tust du dann noch nicht, ne? Aber mal fragen. Ich habe die Liste. Gut. So, kennst du jetzt die Auftraggeber? Ja, und ich weiß auch, wo ich ihn finde. Naja, zumindest habe ich den Namen des Ortes in Erfahrung bringen können. Ist dir vielleicht ein Ort mit dem Namen Die Dunkle Kammer bekannt? Bekannt ja, denn ich habe Mann so häufig von dieser sprechen hören. Aber wenn du wissen willst, ob ich den Weg kenne, muss ich dich leider enttäuschen. Den kenne ich nicht. Das hatte ich befürchtet. Hast du denn keine Idee, wo diese Kammer zu finden ist? Das schon. Es kann nur ein Ort innerhalb der Katakomben sein. Die Katakomben sind aber groß und es gibt verschiedene Abstiege zu ihr. Ja, aber unsere Männer nehmen nur einen dieser Abstiege. Hinter dem Belia-Schrein im Tempel befindet sich eine Geheimwand. Hinter dieser führt ein Abstieg zum Keller des Tempels. Dort findest du auch ein verschlossenes Gitter. Hinter diesem beginnen dann die Katakomben. Wer hat den Schlüssel zum Gitter? Mansur? Ja, wenn du ein geschickter Taschendieb wärst, würde ich dir empfehlen, den Schlüssel einfach zu stehlen. Aber wenn das nicht möglich sein sollte... Verwende ich eben Gewalt. Aber bring ihn nicht gleich um, verstanden? Sonst wirst du es mit unserer Gilde zu tun bekommen. Außerdem wird man dich als Fremden sehr schnell vor das Gericht stellen. Man versteht hier keinen Spaß, wenn ein Einwohner der Stadt getötet wird. Danke für die Warnung. Ich überlege mir noch, wie ich hier am besten vorgehe. Vielleicht sollst du dir eine Karte von den Katakomben besorgen. Amad verkauft diese unter der Hand. Mit einer guten Karte kannst du dich da unten nicht verirren. Allerdings wird sie ziemlich teuer sein. Gut, danke für den Tipp. Bis dann. Ja, liebe Leute. Für diese Folge, die fand ich jetzt sehr spannend auch, von der Questgebung her, soll es das gewesen sein. Ich freue mich auf Einträge und einen Daumen. Macht's gut. Ciao.